Hallo, ich bin Maja Weber. Ich bin freie Journalistin und Nachrichtenmoderatorin und mache diesen Lightning Talk für die Reporterfabrik, für die ich mich für die Edonautica 2020 angemeldet hatte, unter dem Titel Journalismus für Schülerinnen und Schüler. Die Reporterfabrik ist eine Journalistenschule für jede, für jeden, seit 2019 am Netz. Und wir haben es uns zum Ziel gemacht, interessierte Bürgerinnen und Bürger ein bisschen ihre Probleme mit dem Journalismus und der Glaubwürdigkeitskrise im Journalismus zu nehmen. Was wir gemacht haben, sind verschiedene Tutorials, verschiedene Videos online zu stellen, Workshops mit Überbegriffen und verschiedenen Themen, meist oder oft von Profis auf diesem Gebiet und auch prominenten Profis. Und was wir dann in einem zweiten Schritt gemacht haben, war mit dem 3. Mai 2019, dem Tag der Pressefreiheit, an Schulen zu gehen. Wir haben dazu aufgerufen, dass Kolleginnen und Kollegen aus dem Journalismus an ihre alte Schule gehen oder auch an eine andere Schule, wenn die alte zu weit weg ist. Und damit habe ich angefangen, Schulbesuche zu machen. Tatsächlich das allererste Mal bei einer Klasse 5 bis 7 oder einer Lerngruppe 5 bis 7 an einer Stadtteilschule und habe davor mit der Klassenlehrerin, dem Klassenlehrer gesprochen, mit ihnen die Themen vereinbart, darüber geredet, was man voraussetzen kann, was noch nicht. Und speziell dazu gibt es bei der Reporterfabrik eben auch Videos, die auf eine jüngere Zielgruppe zugeschnitten sind, beispielsweise was Fake News sind, wie man damit umgeht, wie man sie auch entlarvt als solche und was Journalismus können muss. Wenn man an eine Schule geht und sich da vorne hinstellt und was über den eigenen Beruf erzählt, dann ist es relativ frontal. Und wir haben uns natürlich sehr früh schon Tipps geholt von Pädagoginnen und Pädagogen, wie man so etwas aufbaut. Dabei war dann von Anfang an klar, dass Praxis und Handlungsorientierung wichtige Elemente sind, auf die wir achten müssen. Und deswegen versuche ich immer, sobald ich in so einer Klasse bin, nachdem die Vorstellungsrunde gelaufen ist, die Leute irgendwie ans Nachdenken, ans Nachfragen und aber auch ans Arbeiten zu bringen. Das heißt, ich stelle so schnell wie möglich mein Handwerkszeug als Nachrichtenjournalistin vor. Das sind die 7 journalistischen W-Fragen. Das heißt, was hat wer, wo, wie, wann, warum gemacht oder warum ist etwas passiert und woher weiß ich das, was ist also meine Quelle? Wenn diese Fragen dann erläutert sind, nachgefragt wurde, warum es die eine braucht oder die andere nicht oder was wann weggelassen werden kann, versuche ich den Kindern oder Jugendlichen Material an die Hand zu geben, beispielsweise an der Kindernachrichtensendung, anhand derer sie diese Fragen dann erstmal abchecken können, um dann in einem zweiten Schritt eine eigene Meldung zu schreiben mit einem Thema, das ihnen gut gefällt aus dieser Nachrichtensendung. In dem Fall war es von Logo aus dem ZDF, aus der ZDF-Familie. Ich weiß allerdings nicht, wenn diese Meldungen dann da liegen, wie sehr das bei den Kindern in ihre Realität einsickert und wie sehr sie dann tatsächlich sensibilisierter sind für den Umgang mit Medien. Denn es ist eine Unterrichtseinheit, vielleicht manchmal noch eine zweite. Aber das wäre eben wichtig, das irgendwie zu sichern. Das übernehmen dann die Lehrerinnen und Lehrer. Nur würde ich mir wünschen, didaktischer besser aufgestellt zu sein. Und da erhoffe ich mir von der Digital Learning Community Input und Ideen, wie man das noch besser gestalten kann. Vielen Dank.